Hi, in dieser Folge geht es an die Drunken Clam vom Family Guy. Es hat sich mal wieder einer was gewünscht und dabei kam die Drunken Clam raus von Family Guy. Du siehst das Gebäude schon vor uns, aber mach jetzt nicht so große Augen. Wir werden das Ganze etwas ein bisschen im kleineren Stil bauen, denn ich habe das Ganze hier, sage ich mal, beim Vorbau auch eingerichtet. Ich weiß ja, ich stehe da auch ein bisschen drauf, sich euch das ja auch anzugucken. Es gibt ja immer den einen oder anderen, der baut sich das natürlich nicht gleich nach. Ich mache jetzt erstmal hier so einen kleinen Rundflug. Du siehst, das geht ganz schön in die Länge, wenn man es sich einrichten möchte. Darum muss man dann selber entscheiden, wenn man sich das jetzt hier natürlich baut, wie lang man sich das Ganze nach hinten ziehen möchte. Wir machen natürlich noch einen kleinen Abstecher in das Lokale rein bei der Drunken Clam. Vielleicht kriegen wir ja auch noch ein kleines Bierchen. So, da sind wir auch drin bei der Drunken Clam. Wenn sie so genau aussieht wie in den Folgen bei Family Guy, dann seid mir nicht böse. Ich gucke es halt nicht so so oft. Wenn es bei Simpsons wäre, dann könntet ihr mir ja auf die Finger hauen. Aber bei Family Guy, ja, müsst ihr ein bisschen Rücksicht auf mich nehmen, wenn es nicht genauso ist. Ich habe versucht, das Ganze so gut es geht, jetzt hier so ein bisschen reinzubauen. Ist natürlich ein etwas größeren Baustil, aber ich denke mal so als Deko-mäßig, wenn man sich das irgendwo in der Stadt platzieren möchte, dann geht das Ganze. Ja, ich kann dazu jetzt nicht allzu viel sagen, jetzt hier im Lokal, so sieht es natürlich ein bisschen aus, so habe ich das erkannt, ne, mit Tresenbereiche und Sitzgelegenheiten. Ich glaube, hier auf der Seite waren halt vier Sitzpartien und ich würde sagen, jetzt hier bei diesem Tisch, da saßen die immer. Naja, jedenfalls so sieht das hier so ein bisschen aus, so als kleine Anregung, wenn man sich das ganze Gebäude, also oder halt dieses Trinklokal natürlich auch einrichten möchte. Ich finde aber, die Tür ist fetzig geworden von mir hier, wo man dann natürlich einmal oben so durchkommt, durch die, ja, Glasfront der Tür. Naja, jedenfalls so sieht die Drunken Clam ein bisschen aus und jetzt wollen wir uns natürlich hier ranmachen, das Ganze uns auch zu basteln. Zuallererst müssen wir aber wie immer an die Kiste ran. Um unser Trinklokal uns zu bauen, brauchen wir einfach mal ein bisschen weißen Beton, Ziegelblöcke, dann holen wir uns ein paar Quarzstufen raus, dann einen Knochenblock, etwas, was wir ja schon lange nicht mehr benutzt haben, dann holen wir uns ein bisschen hellgrauen Beton raus, türkiser Zement, dann Tropen, Holztreppen, davon nochmal die Falltür und dann holen wir uns noch Eichenfalltüren raus. Erster Schritt, sucht euch eine freie Fläche. Das Lokal befindet sich genau an unserem Bürgersteig, von daher müsst ihr jetzt nicht noch nach hinten ziehen. Aber vielleicht, wenn ihr euch das einrichten wollt, solltet ihr nach hinten weg vielleicht noch ein bisschen Platz haben. Wie weit es nach hinten gehen, dann müsst ihr, um sich das einzurichten, muss jeder selbst entscheiden, wie er es halt sich dann innen drin gestaltet. Ansonsten, wir machen jetzt hier so eine kleine Kurzform. Also das heißt, wir machen es jetzt hier für einen Deko-Zweck, wenn ihr euch das irgendwo, sag ich mal, in so eine Häuserwand reinbasteln wollt. Ja, wir beginnen erstmal mit dem weißen Beton und setzen uns erstmal so ein Viererfeld erstmal hier so ein bisschen hin. Wir machen hier wie immer erstmal den Grundriss. Von daher nehmen wir danach gleich erstmal den Ziegelblock und gehen dann vorne an unserem Bürgersteig gerade lang. Und da setzen wir jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ziegelblöcke hin. Danach setzen wir einen weißen Beton hin und den setzen wir noch einmal nach hinten gesetzt. Jetzt lassen wir, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz und setzen dann wieder so ein Zweier weißer Beton hin, ne, dazwischen halt 5 Blöcke Platz lassen. Dann nehmen wir wieder unseren Ziegelblock und setzen daran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 weitere Ziegelblöcke einfach mal ran. Und dann setzen wir an der Ecke wieder ein Vierer weißen Betonklotz. Wenn wir die Vorderfront dann soweit haben, geht es weiter, dass wir die Seiten ziehen. Dann nehmen wir wieder unseren Ziegelblock zur Hand und das kommt jetzt darauf an, wie weit du ihn nach hinten siehst. Das kannst du natürlich noch immer erweitern im Nachhinein. Aber jetzt zum Deko-Zweck gebe ich euch einfach mal hier das Maß von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So als Standardmaß sage ich mal 20 Blöcke ziehen wir jetzt nach hinten. Auf der anderen Seite setzen wir dann auch nochmal 20 Ziegelblöcke hin. Und auf der Rückseite machen wir dann einfach nur noch hinten halt nochmal so solche, weißen Betonklötze hin. Das machen wir natürlich auf beiden Seiten. Und wenn wir das soweit haben, können wir nur noch die Rückseite mit einer Ziegelwand einfach mal noch zuziehen. Dann sind wir mit unserem Grundriss dann erstmal soweit fertig. Jetzt geht es natürlich ran, das Ganze etwas in die Höhe zu bauen. Wir beginnen dann erstmal mit unseren Ecken. Da setzen wir jetzt noch einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13 Blöcke rauf. Insgesamt haben wir dann hier an den Ecken jeweils 14 Blöcke uns hier platziert. Aber nicht nur die eine Ecke wollen wir auf 14 Blöcke hochziehen, nein, alle anderen Ecken machen wir auch nochmal hoch. Wenn wir dann alle Ecken auf 14 Blöcke insgesamt hochgezogen haben, geht es weiter, dass wir jetzt mal zu unserem Ziegelblock wechseln und alle Seiten, wo wir jetzt Ziegelblock haben, erhöhen wir noch um eine weitere Schicht. Wenn wir dann an den Seiten überall noch eine weitere Ziegelblock uns platziert haben, geht es weiter, dass wir vorne die Eingangstür uns langsam basteln oder den Rahmen dafür schon. Das heißt wieder, wir nehmen unseren weißen Beton raus und setzen an den Seiten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke rauf, dass wir dann insgesamt hier eine Höhe von 7 Blöcken haben.
Jetzt ziehen wir natürlich hier die Rückseite auch noch mit und machen das Ganze dann hier nochmal auf der anderen Seite. Haben wir die beiden Seiten auf 7 Blöcke insgesamt hochgezogen, geht es weiter, dass wir oben noch so einen kleinen Bogen bauen. Das heißt jetzt einfach mal, wir setzen an den Seiten jeweils so einen Block so schräg zur Seite und dann machen wir das Ganze noch einmal, aber dann verbinden wir das Ganze, dass wir dann oben den Bogen auf eine Mitte von 3 haben. So, das Ganze machen wir natürlich hier auf eine 2er Dicke und dann sind wir damit auch erstmal durch. Weiter geht es jetzt wieder, dass wir uns an unsere Ecken ein bisschen orientieren und zwar wollen wir jetzt, sage ich mal, die Ecken miteinander verbinden. Wir lassen jetzt von oben gesehen 2 Blöcke Platz und setzen dann hier einfach so eine 2er Schicht hin und diese 2er Schicht verbinden wir jetzt jeweils zu jeder Seite. Wenn wir die Seiten dann miteinander halt so verbunden haben, geht es weiter, dass wir so langsam, glaube ich, eine Verzierung auf unseren Ziegelblöcken ein bisschen machen. Das heißt, darauf setzen wir jetzt einfach mal ein paar glatte Quarzstufen. Das machen wir natürlich zu allen Seiten. Wenn wir dann an den Seiten überall auf unseren Ziegelblöcken eine Quarzstufenschicht uns platziert haben, behalten wir die noch erstmal in der Hand und richten unseren Blick wie auf unseren Türrahmen. Da setzen wir jetzt hier, würde ich mal sagen, auf der unteren Ebene einfach mal überall eine weitere Stufenschicht uns hier einfach mal hin, bis wir dann hier auf der anderen Seite ankommen. Und obendrauf würde ich mal einfach nur auf den ersten 2 Blöcken machen und ganz oben lasse ich es dann einfach mal ohne Quarzstufen. So, wenn wir dann soweit sind, kommen wir jetzt zu unserem Knochenblock und wollen damit die ganzen Wände zuziehen. Den Knochenblock kannst du dir jetzt natürlich aussuchen, wie du den einmal platzieren möchtest. Er hat ja zwei Ansichten. Einmal, wenn du ihn natürlich dann hier, sag ich mal, gerade hochziehst, dann hat er halt diese Maserung halt jetzt hier mit dieser Strebe nach oben. Oder wenn du ihn natürlich zur Seite ziehst, wie ich es jetzt hier schon beim Vorbau habe, ist dann die Maserung auch zur Seite weg. Ich finde das natürlich etwas schöner, von daher werde ich das Ganze auch seitlich ziehen, aber das ist dann wie gesagt immer Geschmackssache. Von daher kannst du deinen eigenen Stil jetzt hier wählen, machst du die nach oben weg oder zur Seite weg. Du kannst es dir jetzt natürlich aussuchen, aber ich empfehle einfach mal zur Seite weg. Und wenn wir uns jetzt dabei dann entschieden haben, was wir machen, können wir jetzt die ganzen Seiten bis oben hin einmal zuziehen. Wenn wir die Seiten mit unserem Knochenblock halt ausgeführt haben, mache ich jetzt noch einen kleinen Rundumflug, damit man sich das natürlich angucken kann, wie es natürlich dann fertig aussieht. Wenn wir dann die Seiten fertig haben, geht es natürlich weiter und zwar wollen wir unseren Blick wieder ein bisschen weiter nach oben richten. Und zwar, wir haben ja, sage ich mal, hier noch eine 2er Blockhöhe ein bisschen frei. Die wollen wir uns jetzt ein bisschen zuziehen mit unserem hellgrauen Beton. Das heißt einfach, auf die innenliegende Seite setzen wir eine Betonschicht einfach mal von unserem hellgrauen Beton und die zweite Reihe machen wir so schräg nach oben versetzt und die ziehen wir dann natürlich dann auch noch einmal komplett auf der Seite entlang. Wenn wir das natürlich hier einmal auf der einen Seite fertig haben, fehlen natürlich noch 3 Seiten. Die machen wir natürlich immer hier schnell im Schnelldurchlauf. Dann haben wir oben die Seiten schon alle hier einmal dann zugezogen mit unseren hellgrauen Beton. Jetzt habe ich schon ein bisschen was geguckt und zwar wollen wir jetzt natürlich noch ein paar weitere Streben oben reinsetzen. Ich habe jetzt hier eine Seite mal kurz gemacht, um zu sehen, wie es aussieht, um dir gleich zu zeigen, was wir jetzt machen. Und zwar, wir schnappen uns wieder unseren weißen Beton. Wir gehen jetzt einfach mal auf der Vorderseite und zwar lassen wir an den Seiten jeweils einen Abstand von 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke. Ab dem 6. Block tausche ich hier einfach mal so ein bisschen was aus und setze da dann mir einfach meinen weißen Beton hin. Das ist dann einfach so eine kleine Strebe, die hält das Ganze doch ein bisschen doller. So, das heißt einfach mal, wir lassen an der Seite nochmal 5 Blöcke Platz. So, das machen wir natürlich auf jeder Seite und auch auf der Vorderfront. 1, 2, 3, 4, 5. Ab den 6. setzen wir hier so einen 2er hin und können das Ganze dann zuziehen. Ne? Wie gesagt, das machen wir nicht nur auf der Vorderseite, das machen wir an den Seiten und auch auf der Rückseite. Wenn du jetzt noch mit den Gedanken spielst, die das Ganze dann noch einzurichten und dann das hier natürlich nach hinten ziehst, siehst du es hier beim Vorbau eigentlich recht gut, wie ich mir das hier halt gemacht habe. Und zwar, ich habe auch immer, sage ich mal, einen Abstand von 5 Blöcke gemacht, bis ich dann hier immer die nächste Strebe reingezogen habe, wenn man sich das Gebäude natürlich etwas nach länger zieht. Ja, da musst du dann gucken, aber ansonsten hier nur beim Dekobau reichen 2 Markierungen oder 2 Stabilisierungen fürs Dach. Und wenn wir das Ganze dann soweit haben, geht es daran, dass wir langsam uns die Fenster basteln. Bei den Fenstern beginnen wir natürlich auf der Vorderseite und schnappen uns denn unseren türkisen Zement einmal. Ja, auf welcher Seite wir jetzt beginnen, ist eigentlich egal. Die beiden Fenster werden synchron gebaut. Ich fange jetzt hier einfach mal auf der linken Seite an. Ich schlage mir jetzt einfach mal hier in der Ecke, würde ich mal sagen, so ein 2 Blöcke einfach mal weg. Das Ganze mache ich mir auf eine Höhe von insgesamt 5 Blöcke. Das werden jetzt die Seiten werden von unserem Fenster. Da können wir dann eigentlich schon gleich mal unseren türkisen Zement einmal hereinsetzen. Wie gesagt, 2er Länge und höher. Höher Länge und 2er Breite, genau. So machen wir das Ganze. Dann lassen wir jetzt in der Mitte, würde ich mal sagen, 1, 2, 3, 4 Blöcke Platz. Das ist dann natürlich unser Fenster. Und auf der anderen Seite können wir dann hier wieder eine 2er Breite und 5er Höhe an unseren türkisen Zementblöcken hier einmal reinsetzen. Wenn wir die natürlich auf beiden Seiten so haben, können wir die Mitte einmal freihauen. Da kommt ja dann unser Fenster rein. Aber das wollen wir noch nicht gleich reinsetzen. Und zwar schlagen wir darüber dann noch eine weitere Reihe weg. Das ist dann hier eine 4er Länge, die wir nochmal weghauen und tauschen die dann einfach mal aus durch unseren türkisen Zement. So, jetzt haben wir die eine Seite geschafft, jetzt wollen wir das natürlich nochmal auf der anderen Seite machen. Wie gesagt, wir fangen an der Seite an, schlagen uns dann hier einfach so eine 2er
Dicke und 5er Höhe einfach mal hier weg. So, können wir dann unseren türkisen Zement reinsetzen. Zur Seite gehen wir dann hier 1, 2, 3, 4. Da können wir natürlich gleich freihauen und setzen hier nochmal so ein 5er Zementding hier einfach mal daneben hin. So, die Mitte können wir natürlich dann hier wieder einmal freihauen. Und wenn wir die Mitte haben, setzen wir oben nochmal 4 weitere Zementblöcke hin. Und dann haben wir unsere 2 Fenster freigehauen. Jetzt wollen wir sie natürlich auch gleich noch ein bisschen beziehen. Das heißt, wir schnappen mal unsere Tropenholztreppen einfach mal. Wir beginnen unten einmal. Wir setzen an den Seiten jeweils hier solche Treppen einfach mal ran an die Wand. Dann setzen wir jeweils gegenüber halt eine Treppe, die sich dann gegenseitig angucken. An den Seiten davon können wir dann einfach mal unsere Tropenfalltüren einmal platzieren. Darüber setzen wir dann wieder eine Treppenschicht einfach mal hin. Das ist eigentlich das gleiche Muster, wie wir die jetzt schon unten haben, dass sie sich halt immer gegenseitig halt einmal so angucken. Und das Spiel machen wir halt noch einmal. Das heißt, darüber setzen wir dann wieder unsere Falltüren hin. Aber jetzt setzen wir die Treppen nicht so ganz normal hin, sondern wir drehen sie einfach um und machen das Spiel dann eigentlich genauso. So wollen wir unser Fenster aber dann natürlich noch nicht lassen. Wir nehmen uns wieder unsere Falltüren zur Hand und setzen jetzt jeweils hier in der Mitte jeweils 2 Falltüren, die da Rücken an Rücken sind, hier einfach in der Mitte jeweils hin. Und dann haben wir unser Fenster, wenn wir die jetzt uns hier platziert haben, auch damit abgeschlossen. So, andere Seite müssen wir natürlich auch noch machen. Ich sage einfach mal, ich mache hier wieder einen kleinen Schnelldurchlauf einfach mal rein. Damit sind aber unsere Fenster aber noch nicht abgeschlossen. Eine Sache machen wir noch, und zwar die Fensterläden an den Seiten, die wir ja mit unserem türkisen Zement dargestellt haben, wollen wir noch ein bisschen dekorieren. Und zwar dafür nehmen wir jetzt einfach mal unsere, wie heißen die Dinger, Eichenfalltüren. Die wollen wir uns einmal, sagen wir mal, 4 oben, 4 unten platzieren. Und wir haben ja die Seiten auf eine 5er Höhe, von daher lassen wir die Mitte einfach mal so ein bisschen frei. Das machen wir natürlich auf beiden Fensterläden einfach mal. Und wenn wir das eine Fenster fertig haben, machen wir es dann nochmal auf der anderen Seite beim Fenster. Wenn wir denn die Fenster soweit haben, könnten wir jetzt sie so lassen oder man hebt sie noch ein bisschen hervor, indem wir hier oben einfach mal unsere Strebe von diesem Zement einfach noch so ein bisschen überstehen lassen. Ich finde, das hebt das Fenster noch ein bisschen hervor und das machen wir einfach mal. Ansonsten, wenn es dir nicht gefällt, dann lass es weg. Aber ich finde einfach so, dann sticht das Fenster einfach noch ein bisschen heraus. Von daher kann man es ruhig machen. Wer denkt, dass wir jetzt mit den ganzen Blöcken fertig sind, irrt sich. Wir schnappen uns nochmal einmal unsere Quarzstufen, zur Hand und die füllen wir jetzt hier oben noch einmal an dem Rand überall hin. Das heißt einfach, jetzt hier machen wir noch so eine 2er Schicht komplett auf allen 4 Seiten. Wenn wir dann die ganzen Stufen an den Seiten platziert haben, sind wir jetzt durch mit dem ganzen Blockmaterial. Das heißt, das können wir wegtun und gehen wieder an unsere gute alte Kiste ran. Um wieder weiterzubauen, holen wir uns dann ein bisschen Tropenholzblöcke raus. Davon nochmal die Stufen, die Treppen. Dann würde ich sagen, holen wir uns einen Goldblock raus. Das wird der Türknauf werden von unserer Tür. Da kann man auch einen Eisenblock nehmen oder so, was man halt möchte. Aber ich finde einen goldenen Türknauf, der passt ganz gut. Für die Fenster empfehle ich jetzt einfach mal ein bisschen türkises Glas. Kannst auch gerne das blaues Glas nehmen, was dir halt wieder gefällt. Dann holen wir uns noch einmal die Tropenfalltüren raus und dann noch eine Tropenholzplatte einfach mal raus. Und dann würde ich noch sagen, holen wir noch eine Tür raus. Am besten die gleiche Farbe, also eine Tropentür. Wir wollen jetzt natürlich unsere Tür einmal reinsetzen mit diesem ganzen Blockmaterial. Für was anderes ist das jetzt nicht gedacht. Ich habe mir noch mal kurz den Knochenblock rausgeholt, denn wir müssen hier oben noch ein bisschen was von der Wand reinzimmern. Und zwar einfach die oberen, ersten oder letzten Schichten, wie man es halt immer gerne sehen möchte, setzen wir doch einfach mal ein paar Knochenblöcke einfach mal rein. So, wenn wir denn da oben das uns platziert haben, schnappen wir unseren Tropenholzblock einmal zur Hand und setzen jetzt hier auf der hinteren weißen Betonreihe einfach mal so einen kleinen Türrahmen, also nochmal von der Tür halt diesen Rahmen einfach mal rein. So, wenn wir das Ganze denn haben, können wir jetzt, würde ich mal sagen, unten jetzt keinen Block platzieren, sondern einfach mal 3 Stufen. Dann würde ich sagen, lasse ich jetzt einfach mal hier oben 2 Blöcke platzen und setze mir dann hier wieder eine weitere Stufenreihe hin. So, darauf können wir jetzt eigentlich komplett einmal unsere Glasblöcke einfach mal platzieren. Und hier unten fliege ich einmal rein und mache mir jetzt hier noch eine zweite Rückwand einfach mal rein. Du hast ja gesehen beim Vorbau, ich habe mir das Ganze ja eingerichtet, so dass man nach hinten gehen kann. Von daher könnte man das Ganze auch auf eine Dreierdicke muss man nicht unbedingt machen. Man kann sich dann die Tür hier hinten noch einmal basteln halt. So, setzen wir dann halt einen Türrahmen halt zweimal einfach mal hier so rein. Insgesamt hat dann die Tür eine 3er Dicke. So sieht sie dann natürlich auf der Rückseite aus. Da können wir jetzt eigentlich hier die Mitte, also sag ich mal hier, wo unsere Fensterfront ist, eigentlich nur die Seiten mit unseren Glasblöcken einmal bestücken. Da können wir natürlich einmal auf der Vorderseite an den Seiten mit unseren Falltüren hier einmal alles verdecken.
Und dann machen wir das natürlich noch einmal auf der Rückseite, falls man sich einrichten möchte. Ja, ansonsten brauchst du es jetzt hier, also die Tür so dick machen, brauchst du dann eigentlich nicht. Und dann könntest du eigentlich auch auf die Tür verzichten, falls du es dir nicht einrichtest. Dann kannst du sicher auch nur die Falltür nutzen. Aber ich denke mal, ich gebe euch das einfach mal vor. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der Lust hat, sich da ein bisschen einzurichten oder auch ins Gebäude reinzukommen. Und bei solchen großen Türen, da kann man die natürlich nicht richtig aufmachen. Von daher muss man sich ja immer was ausdenken, wie man da reinkommt. Jetzt wird es uns natürlich, wenn wir die Tür gebastelt haben, noch unser Türknauf. Wir haben jetzt ja nirgendwo, wo wir anfassen können. Ich denke mir, ich mache den jetzt hier einfach mal auf die rechte Seite hin. Wir haben ja die Tür an sich auf eine Dreierdicke. So, ich schlage jetzt ja mal die Seite weg. Da können wir die Mitte an sich ja mit einfach mal ein paar Goldblöcken bestücken. Und dann setze ich mir hier einfach eine normale Treppe unten hin und eine umgedrehte oben hin. Dann haben wir hier unseren Türknauf. So, so sieht das natürlich von außen aus. Und dann kann man sich das Ganze natürlich auch nochmal hier von innen machen. Gleiches Prinzip hier mit den Treppen. Und dann hast du auch innen drin deinen Türknauf. So einfach geht hier die Tür zu bauen, dann sind wir damit auch wieder durch und können dieses ganze Blockmaterial wegtun. Obwohl, eine Sache ist ja noch. Ha, gut, dass ich dran denke. Und zwar, wir haben ja unsere Glasblöcke noch. Die können wir natürlich jetzt bei unserem Fenster noch ein bisschen wieder benutzen, um die damit denn zu bestücken. Ganz simpel setzen wir uns hinter unseren Fenstern einfach die Glasblöcke ran, bis wir natürlich denn hier komplett die Seite ausgefüllt haben. Das machen wir natürlich hier bei beiden Fenstern. Eigentlich haben wir noch dran gedacht, die Fenster zu bestücken. Ja, so sieht das Ganze dann natürlich jetzt schon von vorne aus. Jetzt können wir natürlich dieses Blockmaterial wieder wegtun. Und dann bleibt nicht mehr viel übrig hier in unserer Kiste. Zu guter Letzt holen wir uns dann einfach noch ein bisschen Grünbeton raus. Gelbe Keramik, orange Keramik und Fichtenholztreppen. Mit dem letzten Blockmaterial beginnen wir dann erstmal mit unserem grünen Beton. Und zwar, ich fliege auf der Vorderseite über unsere Tür hin und setze mir jetzt hier einfach mal, ich gucke erstmal, wo die Mitte ist. Hier haben wir die Mitte. Setze mir da jetzt einfach eine 5er Fläche an sich hin. Ne? Schön über unserer Türmitte, genau, einfach eine 5er Fläche hin. Darauf setze ich mir dann noch drei weitere Ebenen einfach mal hin, alles auf eine 5er Breite insgesamt. An den Seiten setze ich mir dann hier einfach noch zwei Blöcke jeweils hier in der Mitte lang. Und wenn wir das dann hier vorne so einmal haben, schnappen wir unsere gelbe Keramik und können da jetzt das Ganze so ein bisschen damit einrahmen. Wenn wir das dann soweit haben, geht es immer noch weiter mit unserer gelben Keramik. Und zwar jetzt an den Seiten schlage ich jetzt hier ein paar Stufen einfach mal weg und tausche die aus durch dreimal Keramik. Dann sage ich einfach mal, gehe ich hier zur Seite einfach mal hin. So, und setze mir dann hier einfach mal zweimal Keramik einfach mal rauf. Dann gehe ich ein bisschen weiter wieder nach innen, setze mir einfach einen Block so zur Seite weg. Dann setze ich mir darauf drei weitere Keramikblöcke zur Seite weg. Dann wieder einen zur Seite weg. Und ganz oben setze ich mir dreimal Keramik wieder hin. So, jetzt haben wir dieses Muster. Das wollen wir natürlich nochmal einmal auf der anderen Seite machen. Das heißt, ich fange jetzt hier erstmal an, setze mir dreimal einfach mal meine gelbe Keramik hin, zwei zur Seite weg und dann geht es hier wieder so voran. Ein zur Seite weg, dann wieder drei zur Seite weg und wir gehen immer so ein bisschen ein höher und am Ende noch ein und dann sollten wir hier perfekt alles miteinander verbinden. So, jetzt lassen wir das natürlich nicht so lassen und zwar wollen wir jetzt auf der Rückseite das Ganze doch ein bisschen dicker machen. So, verbinden wir uns das Ganze, dass es halt eine Zweierdicke hat, aber ich möchte gerne noch hier die Mitte mir einmal zuziehen, das heißt wir tauschen die Stufen durch unsere gelbe Keramik einmal aus. Und wenn wir die dann ausgetauscht haben, müssen wir noch die Rückwand einmal ziehen und dabei nehmen wir jetzt unsere orange Keramik und platzieren die nur auf der Rückseite hier, also die vordere eine Schicht lassen wir uns frei und können hier alles damit einmal zuziehen. So sieht das dann natürlich aus, wenn wir das einmal zugezogen haben. Ich kann es nochmal von vorne zeigen. Jo. Ja, dann haben wir schon mal ein bisschen unser Schild. Jetzt wollen wir natürlich noch ein bisschen die Decke reinziehen und mir ist aufgefallen, ich habe gar nicht den Block mehr rausgeholt. Wir holen uns einfach mal türkise Keramik raus fürs Dach. Kannst auch gerne grauen Beton nehmen oder sowas. Jedenfalls einen Grauton nehmen wir einfach mal fürs Dach. Sollte aber nicht der gleiche Grauton sein, den wir jetzt hier schon an den Seiten verwenden haben. Und dann kann man dann ganz einfach damit hier einfach mal die Dachebene einfach mal damit zuziehen. Wenn wir dann das Dach einmal zugezogen haben, geht es weiter, dass wir noch die Fichtenholztreppe benutzen. Ich denke mir so, das Schild bei unserer Dunkenclam, die hält sich nicht von alleine da vorne. Und daher würde ich da einfach noch eine kleine Halterung basteln. Ich richte mir jetzt einfach mal, ich gucke, wir hatten ja hier immer so eine Dreiermitte uns hier überall so ein bisschen hier gemacht. Und da würde ich mal einfach sagen, setze ich mir dann hier einfach mal so ein bisschen mit Treppe mir so eine kleine Halterung. So ganz einfach stapeln wir die Treppen hier so, also normale und umgedrehte aufeinander hier so ein bisschen. So, dass sie die Halterung halt hier ja, ein bisschen bilden. Ne? So, das können wir dann hier auch ein bisschen halt dran machen. Ganz einfach setzen wir uns das ran, wenn die Treppen mitspielen. Ja. So, und dann haben wir auch die Halterung gemacht und fertig wären wir denn damit. Oh Mensch, Bob Burgers, mach dich hier nicht so dick mit deinem Aushängeschild.
Mensch, die Drankenclam geht ja hier schon fast unter. Ja, aber wir müssen natürlich noch den Namen einmal raufschreiben. Ja, so steht schon mal The Drankenclam dran. Jetzt weiß man auch, was das für ein Laden ist. Den könnt ihr euch natürlich jetzt ein bisschen einrichten. Auch wenn man ihn sich in so einer kleinen Form baut, kann man ihn ja bestimmt ein bisschen einrichten, wenn man Lust hat. Ja, ansonsten, ihr müsst ihn euch ein bisschen mehr nach hinten ziehen, wenn ihr natürlich ein bisschen genauer haben wollt. Und daher müsst ihr euch da eine passende Lücke suchen, wo ihr ihn reinquetschen wollt. Ansonsten, ich weiß jetzt schon, dass einer vielleicht auch wieder sich wundert, ja, wie macht man denn, Buchstaben auf Banners rauf? Ich werde euch unten in der Videobeschreibung ein Video verlinken, wo ich euch das erkläre. Aber das Video ist auch schon ein bisschen alt. Es gibt schon wieder neue Methoden, wie man Buchstaben auf Banners macht. Ich glaube, das werde ich mal auch ein bisschen überarbeiten. Wieder kommt mal ein neues Tutorial, wie man Banners, sage ich mal, also das ganze Alphabet auf Banners sich craftet. Weil da gibt es schon echt ein paar leichte Kniffe, wie man eigentlich das relativ schnell und einfach halt hinkriegt. Ja, ansonsten sind wir damit fertig. Ich hoffe, ich habe den Wunsch erfüllt. The Drankenclam steht nun hier. Was dann als nächstes kommt, ja, ist wieder offen. Ihr könnt ja gerne was vorschlagen. Ansonsten gucke ich mal, worauf ich wie immer Lust habe. Ja, aber ansonsten stelle ich mich dann vor The Drankenclam. Hier ist so alles ein bisschen eingeengt mit Bob's Burgers. Die machen sich echt dick. Ja, ansonsten stelle ich mich dann hier natürlich vor diesen anderen Vorbau. Ja, und wenn ich dann natürlich vor The Drankenclam stehe, hören wir oder sehen uns dann zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.